ich dir immer noch vor dem Tod bewahrt. Wie lange das gut geht, weiß ich nicht, aber wir machen weiter bis zum bitteren Ende. Denn diese Arbeit hat Frucht getragen und die wissen das ganz genau. Die wissen genau, was diese Arbeit verursacht hat unter den Muslimen. Alle machen sich Gedanken um diesen ganzen Wahnsinn, der sich in den islamischen Schriften befindet und im Koran, ne? Und so heißt es weiter: So oft ich aber sprach, mein Fuß ist wanken geworden, hat deine Gnade, o Herr, mich gestützt. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft haben, der Unheil schafft durch Gesetz, sie rotten sich zusammen. Ihr wisst ja, die Muslime kommen so zusammen und schmieden so Pläne. Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden. Mein Gott, der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Seht ihr, ich vertraue dem Herrn Jesus Christus mein komplettes Leben, meine Seele an, ne? Und er lässt ihr Unrecht auf sie selber zurückfallen und er wird sie durch ihre eigene Bosheit vertilgen. Der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Achtung, die ihr versucht, die ganze Zeit gegen mich zu wettern. Der Herr Jesus Christus beobachtet euch und er weiß und er kennt eure Herzen. Macht das nicht, ihr werdet nur Unheil erfahren. Glaubt es mir. Die erste Sache, wo ihr mir versucht habt, Betrug anzuhängen, wurde direkt zerstört und zerbombt vom Herrn Jesus Christus. Und jetzt versucht ihr es das zweite Mal mit Bedrohung. Auch das wird zerbombt. Darauf gebe ich euch Brief und Siegel. Ihr könnt nicht Dr. Sheikh Abu Amir aufhalten. Nein. Ihr könnt den Dr. Sheikh Abu Amir nicht aufhalten. Ihr könnt nur physische Gewalt anwenden. Das war's. Und falls ihr das nicht schafft, werdet ihr auf diesem komischen, wahnsinnigen, betrügerischen Weg versuchen, mir irgendwas anzuhängen. Aber nein, der Herr lässt das nicht zu. Lasst euch das gesagt sein. Ich bin aber gespannt, wer dieser Typ eigentlich ist, der das war. Ihr wisst ja, nach Sure ungläubige Welt befindet und sich die Ungläubigen zu Schutzherren nimmt, das heißt zur Polizei rennt, um sich Schutz zu holen, ist er einer von ihnen. Sure 5, Vers 51. O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren. Ja? Denn sie sind untereinander Schutzherren. Und wer sie sich zu Schutzherren nimmt, der ist einer von ihnen. Also lass dir das gesagt sein, was du getan hast. Keine Sorge, Dr. Sheikh, aber bei mir steht das auch durch. Gar kein Thema. Wollt ihr auf diesem Psycho-Weg das Ganze dann fortführen, ne? Nein. Nein, Dr. Sheikh Abu Amir ist hier und er wird auch hier bleiben. Solange der Herr Jesus Christus nicht will, dass meine Seele abberufen wird, wird das auch nicht geschehen. Amen. Hören wir uns den Imam-Kollege an, Felix Blume, aka hier, Blumovic. Der Beste hier. Guckt euch den mal an, was der für Ansichten vertritt. Als ich das gehört habe, ich dachte, hä, was ist das denn? Hier, Big Boss. Hört euch mal bitte den Kollegen an, was er sagt. Das ist schon 4 Jahre alt, das Video. Ich habe das nie gesehen. Nie, das wurde mir auch nie vorgeschlagen oder so, ne? Sonst, ihr wisst ja, der Kollege, der ist ja auch sehr oft in irgendwelchen YouTube-Listen, die vorgeschlagen werden. Aber solche Videos wurden mir überhaupt gar nicht vorgeschlagen. Man, hört euch das mal bitte an. So, Freunde, ganz kurze Abfrage zu dem Thema, was gerade immer noch aktuell ist, und zwar seit letzter Woche getestet. Warte, lass mich mal kurz die Fernbedienung suchen. Dr. Sheikh Abu Amir muss Fernbedienung suchen, damit es hier lauter wird. Ich aussehe wie so ein Gigolo-Sheikh. Das steht mir total, ne? Der beste Sheikh aller Sheikhs, ne? Ihr kleinen Süßen hier. Terroristischen Anschläge in Neuseeland. Dieser Kanal ist ja gemixt, ihr habt das gemerkt.
So, Freunde, ganz kurze Ansage zu dem Thema, was gerade immer noch aktuell ist, und zwar seit letzter Woche, die terroristische. Also er spricht diese terroristische Anschlag da in Neuseeland an, wo der Typ auf die Insel kam und überwiegend Muslime erschossen hat. Aufgrund von irgendwelchen kranken Fantasien, die der in seinem Schädel hatte und dann das Ganze vollzogen hat. Und jetzt hören wir weiter, was du sagst. Anschläge in Neuseeland. Dieser Kanal ist ja gemixt, ihr habt das gemerkt. Es gibt manchmal auch Entertainment, ein bisschen Humor dabei, ein bisschen Real Talk, ein bisschen Behind the Scenes, aber manchmal auch einfach eine spontane Ansage aus dem Home Gym. Weil auch viele mich in den Kommentaren gebeten haben, mal was dazu zu sagen. Es geht, wie gesagt, um die terroristischen Anschläge in Neuseeland letztlich. Als wäre der so eine Autorität für irgendeine islamischen Gruppierung oder was? Unglaublich, guck mal, wie der gleich versucht mit Koranversen so das Ganze irgendwie zu erklären, obwohl der gar keine Ahnung hat von gar nichts, von Abrogation, nichts. Weiter. Und statt zu sehr in das Thema reinzugehen, möchte ich ein paar generelle Worte sagen. Denn wir haben es immer wieder erlebt, wie auch in wir haben es immer wieder erlebt, in Neuseeland der Hintergrund, beziehungsweise die Motivation hinter der Tat war offenbar ein Hass auf eine bestimmte Glaubensgruppe. Das war in dem Fall. Liest er das gerade so ab? Mir kommt das vor, als würde er das so ablesen, irgendwie auf so ein Tablet oder was. Die Muslime. Wir haben es in der letzten Vergangenheit, in den letzten Dekaden seit 9-11, aber auch oft umgekehrt erlebt, dass terroristische Akte verübt worden sind von Menschen, die sich auf den Islam berufen. Und wir haben es immer wieder in der Menschheitsgeschichte erlebt, dass Kriege geführt worden sind im Namen einer bestimmten Religion. Und hier muss man sich die entscheidende Frage stellen, woran liegt das? Ja, woran liegt das denn? Woran liegt das denn, Felix? Mr. Kollege, ihm auch Kollege, woran liegt das? Sind das einfach Wahnsinnige, die den Islam falsch verstanden haben? Oder Muslime, die treu ihrem Gott auf Schritt und Tritt folgen, beziehungsweise auch ihrem Vorbild Mohammed? Ja, das muss man sich mal fragen. Und wenn du einmal dann die Schriften aufmachen würdest, würdest du es erkennen, warum es so viele Terrorgruppierungen im Islam gibt. Dann würdest du aber staunen und sagen, ey, das ist ja wirklich 1:1 aus Koran, Hadith und Sunna. Kann sich 1:1 ableiten. Also das, was ich hier sage, ist eine gequirlte, ne? Das Potenzial des Hasses in der Religion selber, in der religiösen Schrift selber, oder sind es doch eher Menschen, Demagogen, Volksverführer, die einfachen Menschen sagen, so und so läuft der Laden, ihr versteht die Religion sowieso nicht, wir sind die religiöse Autoritätsperson und sagen euch, wie ihr eure Religion auszuleben habt. Ja. Ein Muslim, der versucht, authentisch rüberzukommen, beispielsweise die Salafis wie Abul Bara, Pierre Vogel und so, aber das sind ja nicht für mich authentische Salafis. Authentische Salafis sind, die alles ernst nehmen und die Hijra vollziehen und im Namen Allahs auch kämpfen gehen. Ne? So wie Allah das sagt in Surah 2, 216, vorgeschrieben ist euch der Kampf, auch wenn es euch zuwider ist. Ja, es gibt sehr viele Muslime, die das ausblenden und nicht auswandern, um zu kämpfen, um die Shahada zu bekommen. Ne? Und dann sehen wir im Koran, warte mal. Und genau so ist es. Und das Problem sind aber nicht die Demagogen, die das tun, sondern das Problem sind die Menschen. Die Menschen. Die Schafe, die verlernt haben, ihren Verstand einzuschalten. Die verlernt haben, selber nachzudenken. Die Obrigkeits- und autoritätsführig geworden sind. Und das Denken anderen, schlaueren Menschen überlassen. Das Problem ist, Allah verlangt ja von dir, dass du, also beziehungsweise die Muslime wissen ja, dass der Allah es überhaupt nicht mag, wenn du zu viele Fragen stellst. Du sollst im Islam quasi deinen Verstand aussetzen. Deswegen sagen ja sehr viele Gelehrte, wir folgen Mohammed blind. Egal, was er getan hat, wir folgen dieser Religion blind. Und das ist ein riesengroßes Problem, wenn du einfach blind irgendwem folgst, der in den Hadithen als sehr brutal beschrieben wird. Als sehr, sehr brutal. Und das sehen wir zum Beispiel hier in Sure 5, Vers 101. O, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch leid tun, wenn ihr nach ihnen fragt, zu der Zeit, da der Koran offenbart wird, sie euch gewiss offengelegt werden, wo Allah sie übergangen hat. Und Allah ist allvergebend und nachsichtig. Und in ein Vers weiter, pass mal auf, wenn du den Koran die ganze Zeit in Frage stellst. Leute vor euch haben schon danach gefragt. Doch dann wurden sie ihretwegen ungläubig. Ne? Es gibt Muslime, die weiterhin Fragen stellen und dann an einen Punkt gelangen, wo die sagen, was ist das für eine Religion, Mann? Ne, die haben dann sehr, sehr viele Dinge herausgefunden und dann konfrontieren die halt ihre Geistlichen und die Geistlichen haben keine Ahnung, können nicht antworten und dann fallen sie vom Glauben ab. Deswegen sagte auch Mohammed, dass Allah drei Dinge ganz besonders hasst. Und das sehen wir in Sahih al-Bukhari 5975. Und hier heißt es, ich lese ab diesem,
Sorry. Ich lese ab hier. Das könnt ihr selber für euch machen. The Prophet said, Allah has forbidden for you to be undutiful to your mothers, to withhold what you should give or demand what you do not deserve, and to bury your daughters alive, and Allah has disliked that. You talk too much about others, dass ihr zu viel über andere fragt. Warte. Dass ihr zu viel über andere fragt. Ask too many questions in religion, seht ihr? Ask too many questions in religion. Ja, es ist also verboten, zu viele Fragen zu stellen im Islam. Weil der Mohammed, also Allah, hasst sowas. Allah mag nicht, wenn du zu viele Fragen stellst. Stell dieses Buch bloß nicht in Frage. Weil du kannst ja einige Dinge herausfinden. Dann merkst du, dass ich überhaupt nicht Gott bin. Ne? Weil wäre das authentisch und wäre der Gott des Islams ein wahrhaftiger Gott, würde er sagen, du kannst so viel fragen, wie du willst. Gar kein Problem. Wir haben auf alles eine Antwort. So wie die Muslime immer sagen. Ne? Aber Allah mag das nicht, wenn du zu viele Fragen stellst. Weil wenn du gute Fragen stellst, widerlegst du auf einmal den Islam. Und das kann andere auch noch zum Erschüttern bringen. Ne? Dass ihr zum Beispiel den Islam dann verlässt. Aufgrund von Wahnsinn, der sich dort drin befindet. Die ihnen dann sagen, was sie zu tun haben. Das ist ein Grundproblem, was die Menschen haben, immer gehabt haben, aber meiner Meinung nach selten so ausgeprägt wie in der heutigen Zeit. Und dem möchte ich vorbeugen mit dieser Ansage hier. Und mache gezielt den Aufruf an alle gläubigen Menschen, egal welcher Religion oder welcher Sekte sie angehören. Es ist mir alles scheißegal. Selbst innerhalb einer Religion gibt es ja hunderte von verschiedenen Splittergruppen, die alle wiederum ihre eigene Interpretation ihrer Religion haben und sagen, das ist die Wahrheit. Ja, warum sagen sie das? Das Problem ist, sie hören ja nicht auf ihrem Vorbild Mohammed, denn er sagte selber, sie haben ihn gefragt, guck mal hier, auf wen oder was sollen wir hören? Wo sollen wir denn zurückgehen? Guck mal hier, Sahih Muslim, 2536. Das ist unfassbar. Es gibt natürlich viele Muslime, die sich gerade denken, das kann nicht wahr sein. Da ist ein Käfer wie Amir, also in deren Augen, ihr seid ja Kuffar, der erklärt den Muslimen ihre eigene Religion. Schaut euch diese Umma an. Da kommt ein Ex-Muslim, setzt sich hier hin und erklärt den Muslimen ihre Religion. Das ist unglaublich. Guck mal hier. Aisha reported that a person asked Allah's Apostle, as to who amongst the people were the best. Wer sind denn die besten Leute? Wer sind denn? Wir müssen Mohammed fragen. Mohammed ist doch das Vorbild von den Muslimen. Frag ihn doch selber, wer sind denn die besten Muslime? Wen sollen die denn folgen? Of the generation to which I belong? Zu der Generation, zu der ich gehöre? Then of the second generation, die zweite Generation? Then of the third generation. Seht ihr? Die ersten drei Generationen der Muslime sind die besten Muslime laut Muhammad. Deswegen seht ihr, dass sehr viele Muslime auf einmal so anfangen, den Salaf Salihin zu folgen. Ne? Authentische Muslime zu werden, nach den Aussagen ihres Propheten, ihres Vorbilds Muhammads. Und weiter heißt es, das Problem, seht ihr, und dann sagt der Muhammad hier in den 40 Hadithen von Imam An-Nawawi, Hadith 28 von 40, da sagt er, ich gehe nochmal zurück, Verily, he among you who lives long will see great controversy, so you must keep to my Sunnah and to the Sunnah of the Khulafa al-Rashidin. Also ihr müsst zu der Sunna und der Sunna meiner Kalifen folgen. Und da ist das große Problem. Wenn auf einmal die Muslime anfangen zurückzugehen und zu sehen, was die Kalifen im 6., 7., 8. Jahrhundert getan haben, dann sehen wir diese große Katastrophe, dass diese Leute dann angefangen haben, Dörfer anzugreifen, so wie der Islamische Staat das heute getan hat, und Territorien zu erobern. Und deswegen siehst du auf einmal den Wahnsinn, wenn die Muslime zurückgehen und das Wort ihres Propheten hier ernst nehmen. Und dann habt ihr natürlich diese Katastrophe, dass auf einmal die Aussagen von Umar ibn al-Khattab, Abu Bakr und Omar und so, ne,
dass die ultra brutal sind, ne? Wie Omar zum Beispiel mit den Christen in Asch-Sham in Syrien umgegangen ist, ne? Unfassbar. Unfassbar. Und da sehen wir die Rolle des Kalifen. Guck mal, die Rolle des Kalifen. Guck mal hier, Shafi. Was bedeutet denn Dschihad? Guck mal. Dschihad bedeutet Krieg gegen die Nicht-Muslime und ist etymologisch vom Wort Mujahada abgeleitet, das, was Krieg bedeutet, um die Religion zu etablieren. Der Dschihad ist eine gemeinschaftliche Verpflichtung. Wenn genügend Menschen es tun, um es erfolgreich zu erreichen, ist es für andere nicht mehr verpflichtend. Der Kalif führt Krieg gegen Juden, Christen und Zoroastria. Kefis! Vorausgesetzt, er hat sie zuerst eingeladen. Also die Muslime müssen immer, wenn sie zum Beispiel in einem Land ankommen, die Mehrheit auf einmal bilden, die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen. Das blüht ja jedem europäischen Land, hier in, also hier in Europa. Er hat sie zuerst eingeladen, im Glauben und in der Praxis in den Islam einzutreten. Und wenn sie es nicht tun, dann hat er sie eingeladen, in die soziale Ordnung des Islams einzutreten, indem er die nicht-muslimische Kopfsteuer zahlt. Wir müssen also diese ultra schlimme Kopfsteuer bezahlen, warte, um am Leben zu bleiben. Ja, also diese Jizya, das ist ja diese Kopfsteuer, um was nur so Zoroastria, Juden und Christen, also Leute der Schrift, denen wurde erlaubt, eine gewisse Steuer zu bezahlen, eine gewisse, ja, wie heißt das? Diese Steuer, das ist so eine erniedrigte Steuer. Das wisst ihr ja, ne? Da müssen die Dhimmi-Status annehmen und dann werden sie zu erniedrigte Schutzbefohlene. Ganz schlimm. Und wenn sie sich nicht tun, dann hat er sie eingeladen in die soziale Ordnung des Islams als Dritten, indem er die nicht-muslime Kopfsteuer zahlt. Was die Bedeutung ihrer Zahlung ist, nicht das Geld selbst, während sie in ihren angesamten Regionen bleiben. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, die Muslime kommen hier hin, klauen und rauben den Nicht-Muslimen das Land weg. Und dann schreien die auch noch, guck mal, wie die uns behandeln. Schaut euch das mal an, wie ungerecht diese Leute sind. Aber wenn man das mit deren Ländern machen würde, dann flippen die aus, ne? Wenn man genau das praktiziert, was, was Mohammed und Allah da an, gesagt haben, ne? Hier, Alexa antwortet, hör auf, die ganze Zeit diese Fragerunden zu machen oder dass sie da liken sollen. Lass das einfach, die liken das schon. Also ihr Lieben, liked den Beitrag, teilt ihn und lasst das viral gehen. Dr. Sheikh aka Abu Amir macht das schon. hier, guck mal. Und der Krieg geht weiter, bis die Muslime werden oder die nicht-muslimische Kopfsteuer zahlen. In Übereinstimmung mit dem Wort Allahs des Erhabenen. Wenn es jedoch keinen Kalifen gibt, ist keine Erlaubnis erforderlich. Guck mal, hier geht's weiter. Hanbali Fiqh. In Al-Mughni von Ibn Qudama, der Dschihad wird in drei Situationen zu Fardl Ayn. Wenn sich die beiden Seiten im Kampf treffen und sich einander nähern, wenn die Kuffar ein Land betreten, wird der Dschihad zu Fardl Ayn über sein Volk. Wenn der Imam ein Volk aufruft, vorwärts zu marschieren, ist es für es verpflichtet. Also wenn zum Beispiel der Imam hier zum Dschihad aufruft, müssen die Muslime dem Ruf des Dschihads folgen. Unglaublich, ne? Das heißt, wenn zum Beispiel Abu Bala irgendwann mal sind sie in der Oberzahl hier und dann wird er natürlich dann aufrufen zum Dschihad, ne? Das ist ihre Religion. Das muss jedem hier bewusst sein, ne? Das ist aus deren Büchern ist das. Guckt euch das bitte an. Hanbal, Imam Ahmad Hanbal. Einer der Rechtstuhlen des sunnitischen Islams. Wo Millionen von Muslime da folgen. Ist das zu fassen? Diese absolute Wahrheit, die diese Gruppen haben, der ist das Gefährliche.
Wenn das vermischt wird mit den Aussagen einer religiösen Autorität innerhalb dieser Gruppe, die diese Menschen dazu auffordert, Tat XY im Namen ihrer Religion zu verüben, weil sie ihnen sagt, ja, was sollen sie denn anderes machen, wenn sie zum Beispiel Mohammed als das beste Vorbild haben, Felix? Was sollen die denn tun? Da kann ja nichts Gutes aus ihnen werden, weil Mohammed selber gefragt wurde. Guckt euch das bitte an. Guck mal, was Mohammed hier sagt. Stell dir mal vor, irgendein Muslim wird konfrontiert mit diesem Hadith, der kriegt eine Gehirnwäsche, weil sein Vorbild nichts lieber täte, als zu kämpfen, getötet zu werden und wieder zurück zum Leben zu kommen, damit er weiterkämpft, tötet, getötet wird. Und guck dir das mal bitte an. Ist das zu fassen? Wo finden wir das? In Mishkat al-Masabi 3790. Das wurde von Bukhari und Muslim überliefert. He reported God's messenger as saying, by him in whose hand my soul is, were it not that men among the believers are not satisfied with remaining behind me when I can get mounts for them, I would not stay behind when an expedition goes out in God's path. Also er würde nie zurückbleiben bei einer Expedition, einem Raswa, ein Angriff auf ein Dorf oder so, wird er niemals zurückbleiben. Der würde immer am Dschihad teilnehmen, der Mohammed. Stellt euch mal vor, die Muslime, die auf einmal studieren und mit diesen Texten konfrontiert werden, was soll denn aus ihnen werden? Was soll aus ihnen werden? Mörder wird aus ihnen. Die genauso, guck mal hier, die genauso nicht zurückbleiben wollen, sondern am Krieg teilnehmen wollen, wie ihr Vorbild. Und da haben wir das große Problem. Deswegen habe ich gesagt, diese ganzen Schriften gehören auf den Index, weil die eventuell eine Gehirnwäsche mit den Muslimen vollziehen. By him in whose hand my soul is, I wish I could be killed. Ich wünschte, ich würde getötet auf Gottes Weg und wir zurück zum Leben gebracht werden and brought to life. Then be killed und dann wieder getötet werden and brought to life und wieder zurückkommen. Then be killed and brought to life, then be killed. Und dann fragen wir uns, woher diese ganzen Extremisten kommen. Die Texte des Islams sind das Schuld, Mann. Rafft ihr das nicht? Kann man nicht 1 plus 1 zusammenzählen und herausfinden, woher dieser ganze Extremismus kommt? Sag mal, ticken wir hier noch richtig? Haben wir unseren Verstand komplett in den Keller reingetan, oder was? Unfassbar. Ja, Big Boss. Dr. Shakrabami macht das schon. Ist das zu fassen? Ja, wenn das mein Vorbild ist und ich sehe auf einmal, wie er sich wünscht, auf Gottes Weg zu kämpfen, getötet zu werden, wieder zurück zum Leben gebracht werden, zu kämpfen, zu töten. Ja, sagt es mir, was ist das bitte? Machen wir weiter, guck mal hier. Muwatta Malik von Imam Malik. Guck mal hier. Kapitel des Dschihad. Buch 21, Hadith 1. Die Referenz. Yahya related to me from Malik, from Abu Zinad, from Al-Araj, from Abu Huraira, that the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him with peace, said, someone who does Jihad in the way of Allah is like someone who fasts and prays constantly. Also jemand, der ausrückt, um für Allahs Sache zu kämpfen, so im Dschihad, im physischen Kampf. Das ist so wie eine Person, die ununterbrochen am Beten und am Fasten ist. Schaut euch das mal bitte an. Was meinst du, wenn der Muslim das so liest und verinnerlicht, was aus ihm werden wird? Ein Mujahid, der auswandert und die ganze Zeit kämpfen will, weil er will ja die ganze Zeit kontinuierlich beten und fasten. Das ist ja Wahnsinn. Wenn es eine Stufe gibt wie den Dschihad, die so einen Preis hervorbringt, ne? Dass er zum Beispiel von Allah mit so einer Sache belohnt wird, dass er die ganze Zeit am Fasten und am Beten ist. Ja, welcher Muslim will das denn nicht machen? Jetzt verstehen wir auch, wo der ganze Extremismus herkommt. Seht ihr, die Muslime wollen auch kontinuierlich fasten und beten. Natürlich, wenn das mein Vorbild gesagt hat, dass derjenige, der für Allahs Sache ausrückt in den Dschihad, ist so, als würde er die ganze Zeit fasten und beten. Um die Kuffar zu terrorisieren und platt zu machen. Guckt euch das bitte an. Gehirnwäsche auf dem höchsten Niveau. Ihr kann mir sagen, was ihr wollt. Guckt euch das bitte an, ihr Muslimen. Und dann fragt euch, warum es so viele Terrorgruppierungen gibt, die auch gerne auswandern, Dschihad machen und dann von Allah sozusagen diesen Preis bekommen, ganze Zeit in einem Zustand des Fastens und des Betens zu sein.
Guck dir das mal an, was für eine Belohnung dieser Dschihad mit sich bringt. Und da geht die Gehirnwäsche los. Dann gibt es Demagogen, die diese Hadithe kennen und dann die übelste Gehirnwäsche mit denen praktizieren, weil die davon ausgehen, dass Mohammed das ja wirklich gesagt hat. Hier haben wir das ja in Maliks Muwatta von Imam Malik. Und das finden wir im Buch 21, Hadith 1. Da wundern wir uns, warum es auf einmal sowas gibt. Ja, den berühmten Hadith kennt ihr ja auch alle, ne? In Jami At-Tirmidhi, hier die Referenz, Jami At-Tirmidhi 1663, 1663. Der Grad des Hadith ist Hassan. Ah, Hassan. Dr. Sheikh Abu Hamid und seine Hadith-Wissenschaft. Der Hadith-Wissenschaftler Dr. Sheikh Abu Hamid. Atomphysiker. Narrated Al-Miqdam bin Madi Qarib. That the Messenger of Allah said there are six things with Allah for the matter, martyr. Also es gibt sechs Dinge, die Allah für den Märtyrer vorbereitet hat. He is forgiven with the first flow of the blood. Er wird, ihm wird vergeben werden mit dem ersten Ausstoß seines Blutausstoß. He is shown his place in paradise. Er wird seinen Platz im Paradies sehen. He is protected from punishment in the grave. Ihr wisst ja, dass Mohammed gesagt hat, dass wenn die Muslime Tropfen Urin in ihre Unterhose reinbekommen, es stimmt wirklich. Mohammed hat gesagt, wenn ihr Tropfen von Urin in eurer Unterhose bekommt, wird euch Allah im Grab quälen. Wegen Urintropfen. Der Allah ist heftig, ne? Der ist so sadistisch unterwegs, ne? Auch in Sure 69, Vers 32, dass er das gesamte Eisen der Erde nimmt, daraus einen Ring formt und in den Hintern der Menschen reinschiebt. Das gesamte Eisen der Erde. Daraus einen Ring formt und das in den Hintern der Menschen reinschiebt. Und das aus ihren Nasen wieder rauskommt. Dann werden sie angereiht wie so Heuschrecken. Also ich weiß nicht, Allah hat einen Drang dazu, so sadistisch unterwegs zu sein. Merkt ihr das? Wie passt denn das gesamte Eisen der Erde in das kleine... Und dann kommt das aus der Nase wieder raus. Das ist echt eine Cartoon-Religion, ehrlich. Richtige Cartoon. Secured from the greatest terror, the crown of dignity is placed upon his head. Also die Krone der Dignity. Alles hat nochmal hier Englischstunde. Die Krone der Ehre, Dignity, Ehre. Englischstunde haben wir auch noch. Englischstunde mit Dr. Scherer bei mir. Herzlich willkommen. The crown of dignity is placed upon his head and its gems are better than the world and what is in it. He is married to 72 wives along the Hur al-Ain. Er wird mit 72 Jungfrauen von dem Al-Hur al-Ain verheiratet. Diese Huris mit diesen schwellenden Brüsten warten dann auf den Märtyrer. Mit riesen Hintern und so. Die kommen dann so. Das ist ein Witz, ist das, Mann. Das ist ein Joke, ist das. Pass auf. Placed upon his head. He is married to 72 wives along the Al-Hur al-Ain of Paradise. And he may intercede for 70 of his close relatives. Also er darf für seine engsten Angehörigen Fürsprache halten. 70 seiner Angehörigen darf er mit ins Paradies sozusagen nehmen. Wahnsinn, ne? Für denjenigen, der ausrückt, um vor aller Sache zu kämpfen, ein Märtyrer. Für den Shahid. Ja? Ja, stellt euch mal vor, der Muslim, der damit konfrontiert wird, der denkt sich so, wow, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich also mein Leben einsetze im Krieg und Dschihad mache und ich sterbe, wird mir die Krone der Ehre aufgetragen und ich werde meinen Platz im Paradies sehen, ich werde wieder gequält im Grab und darf für 70 meiner Angehörigen Fürsprache einhalten. Ja, stellt euch mal vor, das hat Mohammed dann wirklich gesagt. Der Grad des Hadith ist Hassan, also gesund, stark, gut. Ja, guckt euch das bitte an. Ist das zu fassen? Und dann können diese Leute mit den Muslimen spielen, die das so drauf haben. Ihr wisst ja, wie Muslime manchmal reden. Die sind sehr wortgewandt. Sie wissen genau, wie die dich um den Finger wickeln.
Da müsst ihr vorsichtig sein für die, die sich neu entschieden haben für diese Religion. Falls ihr in irgendwelchen Moscheen unterwegs seid und dort an Predigten teilnimmt. Und diese Leute, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, die kriegen das irgendwie in so einem Trainingscamp beigebracht, wie man Gehirnwäsche verpasst. Müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr neu in dieser Religion seid, weil da gibt es sehr viele Leute, die dann versuchen, mit euch Gehirnwäsche zu machen und euch diese Hadithe zeigen, ne? Und dann werdet ihr sehen, wie die versuchen, euch zu manipulieren. Dass ihr dann denkt, ja, wow, das ist ja Wahnsinn. Ich sehe meinen Platz direkt im Grab. Ich komme nicht in die Hölle. Ich werde nicht gequält im Grab und so. Wer will denn gequält werden im Grab? Wer will seinen Platz in der Hölle sehen? Also wenn ein Muslim denkt, dass es authentisch ist, dann macht er das doch. Und da fängt das große Problem an. Hören wir weiter, Felix Blumowitsch zu. Wir haben die Religion verstanden und ihr müsst es deswegen so und so machen. So möchte es Gott. Und die Menschen aber nicht mehr selber nachprüfen, ob ihr Gott das tatsächlich will, dann haben wir ein großes Problem. Ja, will ihr Gott das? Mr. Felix. Guck mal hier, der Allah möchte doch, dass die Muslime morden und kämpfen und machen und tun. Sure 9, Vers 5. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzen, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Gewiss, Allah ist allvergeben, barmherzig. Und jetzt kommen einige auf den Gedanken, Armin, das ist kein allgemeingültiger Vers, das ist zu der damaligen Zeit geoffenbart worden, ja? Gucken wir mal, was Ibn Kathir dazu sagt. Sure 9, Vers 5, Ibn Kathir. Dann kämpft gegen die Muschikun, wo immer ihr sie findet, bedeutet auf der Erde im Allgemeinen, mit Ausnahme des heiligen Bereichs, denn Allah sagte, und kämpft nicht mit ihnen in der Moschee, es sei denn, sie kämpfen dort gegen dich. Ein allgemeingültiger Vers. Die Muslime dürfen jeden Götzendiener auf jedem Platz der Erde killen. Es gibt ja einige Muslime, die sich ja in Grund und Boden schämen. Aber da versperre ich auch den Weg und sage nein. Du schämst dich deiner Religion, dann komm raus aus dieser Religion. Oder du bist so hardcore wie der islamische Staat und wirst ein Mujahid und ein Kämpfer des islamischen Staats und nimmst deine Religion ernst. Aber rumheucheln und sagen, ist das jetzt allgemeingültig? Für welche? Wir müssen den Kontext beachten. Ja, komm, lass uns den Kontext beachten. Wir zitieren doch Ibn Kathir. Ist Ibn Kathir in dem Fall wieder ein Idiot, ne? Denn ich weiß, was er da sagt und was er von sich gibt. Natürlich, klar. Wenn es problematisch wird, immer, müsst ihr euch mal sehen, müsst ihr euch mal vorstellen, sobald es problematisch und brenzlig wird für den Muslim und ihr das auf einmal dem zeigt, so dass das in Tafsir so steht, dass es ein allgemein gültiger Vers ist, versuchen sie das auf Biegen und Brechen zu verdrehen und zu leugnen und hast du nicht gesehen, ne? Das ist der Zustand der Muslime hier. Weil die sich im Grund und Boden schämen. Weil wenn das stimmt, dass das ein allgemein gültiger Vers ist, dann müssen die Muslime ja jeden Muschik auf der ganzen Erde umlegen. Und das ist dem armen jesidischen Volk passiert, ne? Als der islamische Staat hier Sure 9, Vers 5 an ihnen praktiziert hat. Unfassbar. Und da sagt Allah selber, Felix, guck, Mr. Blumowitsch, Sure 2, Vers 216. Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Es gibt Muslime, die möchten nicht kämpfen, die möchten nicht andere Menschen verletzen. Aber sagt Allah, nein, ich habe euch das vorgeschrieben, auch wenn ihr es nicht mögt. Versteht ihr, wie gefährlich der Koran ist? Auch der Gehirnwäsche auf dem höchsten Niveau. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Ja, Muslime wollen nicht töten, aber Allah sagt, vielleicht ist das gut für euch, dass ihr umbringt. Unfassbar, ne? Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, aber ihr aber wisst nicht. So verrückt. Und dann haben wir natürlich den Klassiker-Vers. Sure 9, Vers 29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das heißt Juden und Christen, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Warum Sabirun? In vollster Erniedrigung. Guck mal hier, weiter. Sure 9, Vers 41. Allah möchte, zieht aus, leicht und schwer, und streitet mit eurem Gut und mit eurem Blut für Allahs Sache. Das ist besser für euch, wenn ihr nur wüsstet. Viele Muslime blenden die ganzen Verse, die Texte des Dschihads, blenden sie aus. Versteht ihr? Weil die keine Lust haben, für diese Religion dann auszuwandern und andere Menschen zu platt zu machen, ne?
aufgrund dieser islamischen Texte im Koran. Aber Allahs Worte. Sura 8, Vers 39. Und kämpft wider sie, bis keine Verfolgung mehr ist und aller Glaube auf Allah gerichtet ist. Stehen sie doch ab, dann wahrlich sieht Allah sehr wohl, was sie tun. Also die Muslime müssen jeden bekämpfen, bis Allahs Religion am höchsten steht. Das ist so. Du siehst also, oder beziehungsweise ihr seht also, dass der Koran, also der Gott des Islams, dazu aufruft, Muslime, ich habe euch vorgeschrieben zu kämpfen, die Muschrikin müsst ihr vor die Wahl stellen und so geht es dann weiter. Zu fassen, unglaublich. Das heißt, die Menschen müssen wieder lernen, sich auch mit ihrer eigenen Religion zu beschäftigen. Generell müssen die Menschen lernen, nachzudenken, Dinge zu kümmern. Ja, wenn die sich mit ihrer eigenen Religion beschäftigen, für das, was ich gerade gezeigt habe, da kann ja nichts Gutes aus dem werden. Stell dir mal vor, Felix, der Muslim setzt sich ja mit seiner Religion auseinander, verinnerlicht die Hadithe, verinnerlicht die Aussagen Mohammeds. Ja, was soll denn aus ihm werden? Sag es mir, was soll aus ihm werden? Wenn sein Vorbild sich gewünscht hat zu sterben, wieder zurückzukommen, kämpfen, sterben und wieder zurückzukommen. Was soll das? Zu reflektieren und nicht blind auf das zu vertrauen und auf das zu hören, was ihm selbsternannte Autoritäten sagen. Ja? Sondern reflektieren, selbst den Verstand einschalten. Und wenn wir jetzt das Thema Religion sind, ist das hier einfach ein Aufruf an alle Menschen da draußen, die gläubig sind und einer bestimmten Religion sich zuordnen. Bevor ihr euch aufhetzen lasst oder euch einreden lasst, ihr müsst jetzt das und das tun im Namen eurer Religion, schaut mal erstmal selber in eure religiöse Schrift, in die Quelle eurer Religion. Denn die Quelle eurer Religion, wenn man jetzt mal nur von den drei monotheistischen Weltreligionen redet, da musst du dir mal vorstellen, was du denen wieder rätst, ne? Wenn du denen rätst, dass sie zurückgehen sollen und nachforschen, was ihr Vorbild und was ihr Gott überhaupt so sagen, geht die Katastrophe los. Stell dir mal vor, die Muslime hier in Europa würden den Koran und die Hadithe vollkommen ernst nehmen. Wir hätten morgen eine Revolution hier. Wir hätten morgen eine Revolution und wir wären im kompletten Bürgerkrieg. Aber Gott sei Dank, weil sie nicht ihre Religion ernst nehmen, können wir noch in Frieden miteinander leben. Aber unter ihnen gibt es eine große Zahl, die am liebsten morgen schon loslegen würden, um Deutschland einzunehmen und Europa. So heftig ist das. Sie wissen darum. Sie wissen darum. Also Judentum, Christentum und Islam, dann sind das Schriften, die Gott zugeschrieben werden. Und es ist immer ein und derselbe Gott. Es ist immer der Gott, der eine, der diese ganze Welt erschaffen hat, der uns Menschen erschaffen hat und der eigentlich die Botschaft an uns hat, Gutes zu tun. So liegt es auch in uns drin. Der Mensch kommt nicht auf. Ja, wer definiert denn jetzt dieses Gutes tun? Für den Muslim ist Gutes tun, uns den Schädel abzuschneiden. Das ist Gutes tun für ihn. Sura 47, Vers 4. Das ist eine Anordnung von Allah, sein Gott, etwas Gutes zu tun und uns den Schädel abzuschneiden. Das ist in den Augen eines Mujahids oder einem Muslim, der seine Religion ernst nimmt, was Gutes. Unglaublich. Die definieren anders ihr Gut, weil ihr Gott ihren Verstand runterschraubt. Verstehst du? Und das ganze Morden dann losgeht, weil die empfinden das als gut. Und so sagt es ja auch die Heilige Schrift. Es gibt Menschen, die meinen, Gott damit einen Dienst zu erweisen, indem sie euch töten werden. Und das macht nur der Islam. Nur der Islam und die Muslime machen das, da wo sie die Oberhand haben. Sie denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen, indem sie Menschen töten. Auf die Welt mit dem Verlangen, andere Menschen abzuschlachten. Das heißt, diese religiösen Schriften sind eher als ein Leitfaden zu verstehen. Und diese Geschehnisse in Neuseeland bergen nur eben das Potenzial, dass hier wieder Hass hochkommt. Hass vermischt mit Religion ist eine sehr explosive Mischung, den müssen wir hier vorbeugen. Und dazu müssen die Menschen... Ja, den Hass haben wir gesehen, als die Muslime in Frankreich ausgeflippt sind. Habt ihr gesehen, ne? War das noch Gerechtigkeit für diesen Jungen? Anstatt, wie ich euch das letzte Mal erklärt habe, auch im TikTok, wenn ihr wirklich Gerechtigkeit für diesen Jungen gefordert hättet... Und man euch ernst nehmen würde, hättet ihr zusammen eine Kundgebung gemacht oder beziehungsweise man hätte die ganzen Leute zusammengetrommelt, wäre auf die Straße gegangen und hätte dafür demonstriert, dass dieser Polizist, der einfach grundlos den Jungen erschossen hat, weil er Fahrerflucht begangen hat,
hätte man ihn, also hätte man so lange auf der Straße bleiben sollen, bis der Polizist verurteilt wird oder seine gerechte Strafe bekommt in einem Gerichtsprozess. Aber hinzugehen, das ganze Land in Schutt und Asche zu legen und andere Unbeteiligte auch noch in Gefahr zu bringen, das ist natürlich hardcore. Das ist natürlich heftig. Da haben wir gesehen, wie Muslime drauf sind. Die ganze Welt war schon wieder erschüttert über das Verhalten der Muslime. Habt ihr gesehen? Und der Hass kocht dann weiter in den Herzen und in den Köpfen der Nicht-Muslime. Ne? Wenn sie sehen, dass Muslime aufgrund, das ist natürlich sehr, sehr schlimm, was in Frankreich passiert ist, diesem kleinen Jungen, also diesem 17-jährigen Jungen. Aber hinzugehen und die Geschäfte zu demolieren von Menschen, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Wo leben wir, Mann? Wie krank ist das denn? Es gibt Leute, die haben sich das aufgebaut über Jahre. Auf einmal stellen die fest, nächste Morgen ganze Laden aus, in Schutt und Asche gelegt. Einfach nur krank. Einfach nur krank. Also seht ihr mal, welches Potenzial die Muslime haben, ne, wenn sie einmal so ausflippen. Ne? Seht ihr, wie gefährlich das Ganze ist? Die sind nicht umsonst hier. Weil ihr wisst ja, die mit den Deutschen hier oder mit den Europäern im Allgemeinen, die sind ja friedlich, die haben keine Lust auf Aufstände und sowas. Ja? Deswegen kann man auch keine Gesetze erlassen, die eindeutig unsere Freiheiten einschränken. Nur mit dem Islam und den Muslimen geht das, weil sie sich leiten lassen und weil sie in ihren Schriften diese gewaltbereiten Texte haben. Ja? Und von Grund auf gewaltbereit sind. Und da kann die Elite das nutzen, um gewisse Gesetze zu erlassen, die bald auf uns zukommen werden. Den Verstand einschalten und sich einmal klar machen, wenn man jetzt mal ganz objektiv überlegt, wenn wir alle sagen, ob wir uns jetzt Juden, Christen oder Muslime oder wie auch immer es nennen, wenn wir einfach nur sagen, wir haben einen Schöpfer, der uns die Aufgabe gegeben hat, auf dieser Welt Gutes zu tun und danach ins Paradies zu kommen, denn das ist ja die große Gemeinsamkeit. Die Weltreligionen haben ja viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Die Unterschiede liegen ja nur meistens in den Details. Was darfst du essen? Wie musst du beten? Wie sollst du dies? Wie sollst du das? Ich war auch Kollege. Oftmals gar nicht in der Schrift selber, sondern es sind meistens von Menschen im Namen Gottes aufgestellte Gesetze. Wer will denn zum Beispiel in Allahs Himmelreich, Allahs Paradies? Hier, Felix, hast du dir schon mal Allahs Himmelreich mal angeguckt, was das für ein Ort ist? Guck mal hier, das zum Beispiel. Guck dir das mal an. Hier. Sure 52, Vers 24. Für Leute, die auf kleine Jungs stehen, hat Allah auch gesorgt in seinem Himmelreich. Da kommen so kleine Knaben und bedienen dich von morgens bis abends. Guckt euch das bitte an. Sure 52, Vers 24. Unter ihnen gehen, guck mal hier, sie greifen darin miteinander nach einem Becher, in dem nichts darin ist, was zu unbedachter Rede verleitet und zu keiner Versündigung. Und unter ihnen gehen Jünglinge umher, die zu ihnen gehören, als wären sie wohlgewährte, wohlverwahrte Perlen. Also so kleine Jungs kommen und bedienen die Muslime. Und ihr wisst ja, laut dem Sheikh Schweinfurt Ibrahim, alles ist im Paradies erlaubt. Stell dir mal vor, der Muslim oder was, der in sein Paradies von Allah eintritt, hat so pädophil gestörte Neigungen und sieht auf einmal die Knaben. Meinst du, was der mit denen macht? Siehst du, für Sittiche hat Allah auch gedacht. An diese Sittiche hat er Allah auch gedacht. Ja, stehst auf kleine Knaben, kein Problem. In meinem Himmel findest du solche kleinen Knaben. Unfassbar. Sure 55, Vers 56. Welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Darin sind weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, die vor ihnen weder Mensch noch Dschinn berührt haben. Und hier haben die das natürlich so milde übersetzt. Die kein Mensch oder Dschinn jemals entjungfert haben, heißt es eigentlich. Also noch brutaler gepunktet sogar. Unfassbar, ne? Der Allah verspricht so Frauen, 72 Jungfrauen im Himmelreich. Dieses Konzept der 72 Jungfrauen, woher kommt dieser Quatsch? Woher kommt das? Von den altpersischen Religionen hat Mohammed das auch übernommen. Guckt euch das bitte an. Von jegmöglichen Schriften hat Mohammed das Ganze genommen, hat das in seinen Koran reingepackt, in den Koran reingepackt. Das Konzept der 72 Jungfrauen. Pfff.
Jami al-Tirmidhi, Band 4, Buch 36, Hadith 2536. Band 4, Buch 36, Hadith 2536. Anas überlieferte, hier, Anas. Anas, guck mal, was du überlieferst. Anas überlieferte, dass der Prophet sagte, dem Gläubigen wird im Paradies diese und jene Kraft im Verkehr gegeben werden. Es wurde gesagt, o Gesandter Allahs, und wird er dazu in der Lage sein? Er sagte, ihm wird die Stärke von 100 gegeben werden. Also die Muslime bekommen so die Kraft beim sexuellen Verkehr, Akt, die Stärke von 100 Männern. Das ist so krank, ey. Das ist so heftig, ne? Einfach derjenige, der sozusagen in Allahs Himmel dann eintreten darf und diese seine 72 Jungfrauen dann bekommt, er wird so die Power von so 100 Männern bekommen, um diese ganzen Hurel Ain zu, ja, ihr wisst schon, zu... Wie willst du das erklären? Das ist der Wahnsinn, ey. Hier, noch eine. Seit Ibn Arkam überlieferte, der Gesandte Allah sagte, gewiss einem Mann aus dem Volk des Paradieses wird die Kraft von 100 Männern gegeben werden. In seinem Essen, Trinken, Vergnügen und Koitus. Musnad Imam Ahmad, Band 4, Kapitel 37, Hadith 18509. Siehe auch Sifat al-Jannah al-Uqayli in der Duafa und Musnad von Abu Bakr al-Bazar. Der Koran, Surah 78, Vers 33, wisst ihr noch, als ich dem Manuelsen das gezeigt habe, wie der das nicht glauben konnte? Er war fix und fertig, ne, weil er den Koran ja noch niemals gelesen hatte. Und dann wurde er natürlich damit konfrontiert, dass er Allah da Frauen mit üppigen, schwellenden Brüsten dahinstellte. Und er war natürlich fix und fertig, ne? Hier, Koran 78 bedeutet runde Brüste. Sie meinten damit, dass die Brüste dieser Mädchen vollständig rund und nicht schlaff sein werden, weil sie Jungfrauen im gleichen Alter sein werden. Tafsir ibn Kathir zu Surah 78, Vers 33. Der folgende Hadith wird von Ghazali im Ihar zitiert und wurde in einem kritischen Kommentar zu Ihar als Sahih authentisch identifiziert. Mujahid sagte, die Huris des Paradieses werden reine Frauen sein, frei von Menstruation, Stuhl, Urin, Speichel, Husten, weiblicher Ejakulation und Kindern. Al-Ghazali, ja, Ulum ad-Din, 9, Dar al-Minhaj, Seite 619. Einem Insassen des Paradieses wird an einem einzigen Tag die sexuelle Kraft von mehr als 70 Männern aus eurer Mitte verliehen werden. Ihr werdet die Power von 70 Männern bekommen. Zum. Das ist so krank. Merkt ihr, mit was für einer Sinnlichkeit der Allah so verführen? Willkommen in mein Paradies. Du kannst so viel machen, wie du willst. Ich habe schon alles für dich bereit gemacht. Hast du pädophil gestörte Neigung? Kleine Knaben sind da. Möchtest du ganz viele Frauen haben mit fetten Busen und riesen Hintern? Habe ich auch für dich gesorgt. Mach dir keine Sorgen. Wie teuflisch, ne? Wie der Muslim so gelockt wird mit solchen irdischen Versprechen, ne? Komm, spreng dich in die Luft. Geh für mich in den Dschihad, dann werde ich dir 72 Jungfrauen geben. Gehirnwäsche auf dem höchsten Niveau. Das Einzige, was er sieht, wenn er in den Dschihad auswandert, um die Ungläubigen sozusagen in seinen Augen zu bekämpfen und in den Tod geht, wird er für alle Ewigkeiten in der Hölle landen. Da wird der Herr Jesus Christus stehen und sagen, was wolltest du denn, 72 Jungfrauen? Jetzt wirst du sehen, wo du hinkommst. Runter mit dir in die tiefste Ecke der Hölle. Muhammad soll gesagt haben, ein Insasse des Paradieses wird 500 Huris, 4000 Jungfrauen und 8000 verwitwete Frauen haben. Er wird jeden von ihnen für die Dauer seines ganzen weltlichen Lebens umarmen. In Al-Ghazali, ja, Ulum ad-Din 9, Dar al-Minhaj, Seite 620. Der folgende Hadith ist als Maudu, erfunden, identifiziert worden. Deswegen brauchen wir den nicht hier zu zitieren. Sonst sagen die Muslime wieder, ja, guck mal, was er da zitiert. Deswegen machen wir nur die authentischen Berichte.
Für den Shahid in der göttlichen Gegenwart wird es 6 Eigenschaften geben. Ihm wird von dem ersten Augenblick an vergeben werden, in dem sein Blut vergossen wird. Er wird, was ich euch gerade eben gezeigt habe, er wird seinen Sitz im Paradies sehen und vor der Strafe des Grabes geschützt werden. Er wird von den größten Schrecken der Auferstehung der Toten sicher sein. Er soll mit dem Diadem der Würde gekrönt werden, also dieser Krone der Ehre, von dem ein Rubin mehr wert ist als die ganze Welt und ihr Inhalt. Er wird mit 72 Gattinnen aus den großäugigen Jungfrauen des Paradieses vermählt werden und es wird ihm gewährt werden, für 70 seiner Verwandten Fürsprache einzulegen, im Musnad Ahmad ibn Hammad und Sunan at-Tirmidhi. Dies ist ein fairer, gesunder, einkettiger Hadith, Hassan Sahih Qarib. Abu Sa'id al-Khudri sagte, Allah sei wohlzufrieden mit ihm. Der Gesandte Allah sagte, Segen und Frieden sei auf ihm. Der Demütigste unter den Paradiesbewohnern wird 80.000 Diener und 72 Frauen haben. Ein Palast aus Perlen und Peridot. Eine blassgrüne Chrysolith-Varietät, die als Edelstein verwendet wird. Und Saphir soll für ihn errichtet werden, so breit wie die Entfernung zwischen Al-Jabir, ein Teil von etwa 70 Kilometer östlich von Mekka, und Sana in Jemen. Sunan at-Tirmidhi, Band, also hier römisch IV, Kapitel 21, Hadith 2, 6, 8, 7. Ich glaube, das ist 4. Band 4, Kapitel 21, Hadith 2, 6, 8, 7. Abu Umama sagte, Allah möge Wohlgefallen an ihm haben. Der Gesandte Allahs sagte, Segen und Frieden, niemand wird von Allah, dem Allerhöchsten, dazu gebracht, das Paradies zu betreten. Es sei denn, Allah, der Erhabene, wird ihm mit 72 Frauen verheiraten. 2 von ihnen von den Mädchen des Paradieses mit weit aufgerissenen Augen und 70 von ihnen sein Erbe von den Leuten des Höllenfeuers. Nicht eine von ihnen, aber ihre Anziehungskraft lässt nie nach, noch lässt seine Erregung jemals nach. Also der Muslim wird die ganze Zeit erregt sein, ne? Und diese Frauen auch. Die sind also im Dauer... wenn ich mir das so vorstelle, wie krank sich das anhört, ne? Mit was die so locken, ne? Das ist so abartig, so krank, ne? Wie viele Quellen es gibt zu diesen 72 Jungfrauen, ne? Dass der Tisch gleich hier umfällt. Wahnsinn. Da siehst du mal das Konzept dieser Religion, ne? Mit was die da locken. Ne? Das ist unfassbar. Unfassbar. Damals im Mittelalter war es den Menschen verboten, die Bibel zu lesen. Der Papst hat den Menschen verboten, die Bibel zu lesen. Und heutzutage sehen wir dasselbe im Islam. Die Imame sagen den Menschen, wir sind die Gelehrten, ihr versteht den Koran nicht. Deswegen erklären wir euch, wie der Koran gemeint ist und was Gott damit sagt. Kein Imam erklärt den Koran, wie der damit gemeint ist. Ein Imam muss selber zu den 4 großen Koran-Kommentatoren laufen. Ganz genau, jeder Muslim kann das machen. Diese, so wie Abu'l-Bara, der steht da vorne oder sitzt da und predigt und hat alles von dem Großgelehrten gelernt. Ganz einfach. Der Gelehrte und der Gelehrte hat das von dem und dem gelernt und das alles geht zurück zu Muhammad. Und wenn ein Muslim verstehen will, wie ein Vers zu verstehen ist, dann kann er einfach zu diesen Koran-Kommentatoren laufen. Ne? Ibn Kathir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Jalalah. So sieht's aus. Und der Tafsir von Imam At-Tabari ist mit das ja, höchste überhaupt. Als ich Trading gelernt und verstanden habe, hat sich bei mir alles verändert. Ja, bei mir hat sich auch einiges verändert. Lass mich dir kurz sagen. Das heißt, sie findet ein Filter statt. Den Menschen wird beigebracht, lest nicht mehr selber eure religiöse Schrift, sondern hört auf uns. In dem Moment, wo Menschen das tun, ihre Verantwortung, selber Dinge zu überprüfen, die sie angeblich leben. Wir reden jetzt nur von dem Thema Religion. Es geht allgemein, wenn sie nicht mal mehr wissen, was sagt denn ihre eigene Schrift selbst? Was sagt denn beispielsweise? Ja, was sagt denn ihre eigene Schrift selbst? Stell dir mal vor, sie gehen dann selber und schlagen nach. Und dann sehen die auf einmal diesen ganzen Wahnsinn, den ich dir gerade gezeigt habe, oder euch.
Dann denkt er sich so, mein Imam lügt mich da sogar an. Der sagt, na, der Islam hat ja nichts mit Terror und sowas zu tun. Ihr kennt ja, sehr viele Imame versuchen so Muslime das Licht zu führen und zu sagen, ja, der islamische Staat ist so unislamisch. Ihr kennt das zu Genüge, weil die sich im Grund und Boden schämen. Dabei verstehen sie gar nicht, dass es der Koran, der Mohammeds Leben, eins zu eins das ist, was die praktizieren im Irak und Syrien. Das, was Mohammed im 6. bis 7. Jahrhundert ausgelebt hat, lebt der islamische Staat, Dawlat al-Islam, lebt das in Irak und Syrien oder hat das ausgelebt? Das ist wahnsinnig. Das ist eine pure Täuschung seitens dieser Imame, die sowas von sich geben. Ne? Und wenn ein Muslim dann herausfindet, dass er angelogen wird, ja. Beispielsweise der Koran. Ich spreche jetzt gezielt die Muslime an, weil hier ein besonderes Potenzial leider vorliegt zu Terrorismus. Zitat, wer an Gott glaubt und rechtschaffen handelt, dem tilgt er seine bösen Taten und den wird er in Gärten eingehen lassen, durch Alt von Bächen ewig und oft immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Sure 64,9 beispielsweise. Das heißt, die Anforderung, die an den gläubigen Muslim gestellt wird, ist, an Gott zu glauben und rechtschaffen zu handeln. Dem tilgt er seine bösen Taten. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Weiter. Im Islam gibt es kein Konzept der wahrhaftigen Vergebung. Nur in Sure 9, Vers 111, und das wissen die Muslime auch. Nur im Dschihad hast du Vergebung deiner Schuld. Das kann dir jeder aufrichtige Imam, der Ahnung von seiner Religion hat, wird dir das bestätigen. Weil Allah sagt ja in Sure 66, Vers 8, vielleicht wird Allah eure Missetaten zudecken, vielleicht. Die einzige Möglichkeit, sicher in Allahs Himmel reinzukommen, ist durch den Dschihad. Sicher, wie ich euch gerade die Texte gezeigt habe. Sicher. Er wird vom Grab wegkommen, ne, die Bestrafung im Grab wird nicht an ihm praktiziert und. Ja, bei dem ersten Blutausstoß wird ihm vergeben werden und hast du ab, nicht gesehen, echt. Und das sind nur einige Hadithe von unzähligen, die das eindeutig bestätigen. Ne, wie der hier, warte. Zum Beispiel hier dieser Gehirnwäsche-Hadith. Sunan ibn Majah 2794. Guck mal, Felix und ihr Leute. Wenn ein Muslim mit sowas in Berührung kommt, weil der Mohammed wurde ja gefragt, welcher Dschihad ist ja wohl der beste Dschihad? Ja, Rasulallah, erklär mal dann. I came to the Prophet and said, O Messenger of Allah, which Dschihad is the best? Welcher Dschihad ist der beste? Er sagte, that of a man whose blood is shed and his horse is wounded. Das eines Mannes, dessen Blut vergossen und sein Pferd verwundet wird. Das ist das beste Dschihad, was ihr machen könnt. Also im Krieg, so wie die damalige Zeit, losgeritten sind und am Dschihad teilgenommen haben. Dessen Blut vergossen wurde und das Pferd verwundet. Jetzt stellt euch mal vor, der Muslim wird mit sowas konfrontiert. Aus ihm wird ein Monster, wird aus ihm. Weil er denkt, Mohammed hat gesagt, der beste Dschihad ist der, wenn ich mein Blut vergieße und mein Pferd verwundet wird. Ja, im übertragenen Sinne heißt das dann, wenn ich dann losziehe, kämpfe, ich dann verwundet werde und ja. Sondern in Majah 2794, der Grad des Hadiths ist Sahih, korrekt. Authentisch. Ja, yeah, kannst du Screenshot machen. Screen. Eine Screenshot. Dr. Sheikh Abu Amir und seine Vorträge. Glaub mir, es gibt Muslime, die sich denken, das kann nicht wahr sein. Da kommt dieser Ex-Muslim und erklärt den Muslimen ihre eigene Religion. So einen kaputten Zustand haben wir hier. Das ist krank.
Mach dir keine Sorgen, mein Lieber. Ich übernehme den Part. Dr. Sherry Abame ist auch da für die ganzen Leute, die authentische Islam da praktizieren. Eigentlich müsste der Islamische Staat in Afghanistan und so zu den ganzen Leuten sagen, hey, hört auf den Ex-Muslim, guck mal da. Der zeigt euch mal, wo es lang geht. Der zeigt euch die ganzen Texte. Und dann macht ihr uns an und sagt, dass wir keine Muslime sind oder Extremisten. Ihr habt den Knall nicht gehört. Geht und nimmt am Unterricht von Dr. Sheikh Abu Amir teil. Wie ein Big Boss. Das ist so krank. Das ist in Suche 2, 52. Diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Christen und die Sabäer, wer immer an Gott und den jüngsten Tag glaubt und rechtschaffen handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Tag. Und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Das heißt, hier wird explizit gesagt, in der religiösen Schrift des Islam, im Koran, worüber sich alle Muslime einig sind, dies ist das Wort Gottes. Dann lest doch das Wort Gottes. Ja, wenn die das Wort Gottes lesen, sehen die auf einmal, dass es einen Widerspruch gibt zu dem, was du gerade gesagt hast. Also du willst uns verklickern, Mr. Blumovic, dass der Allah gesagt hat, dass auch Sabäer und Juden und alle Andersgläubigen das auch ins Himmelreich schaffen. Aber das ist nur die eine Wahrheit. Guck mal bitte hier. Das ist so krank. Das ist so heftig. Er ist es, Sura 48, Vers 28, er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben. Und Allah genügt als Zeuge. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. Weiter heißt es, gewiss, diejenigen, die ungläubig sind, werden weder ihr Besitz noch ihre Kinder vor Allah etwas nützen. Sie sind es, die Brennstoff des Höllenfeuers sein werden. Also wir alle, die wir nicht an Allah und seine Religion glauben. Wir werden so Brennstoff sein für die Ewigkeit. Guck dir das mal an. Nach der Art der Leute Pharaons und diejenigen vor ihnen, sie erklärten unsere Zeichen für Lüge und da ergriff sie Allah für ihre Sünden und Allah ist streng im Bestrafen. Sag zu denjenigen, die ungläubig sind, ihr werdet besiegt und zur Hölle zusammengetrieben werden, eine schlimme Lagerstadt. Das ist pure Rätsel, Mann. Ihr werdet besiegt werden und zur Hölle werdet ihr fahren. Guck dir das mal an, was der Koran hier macht. Das ist unglaublich. Und da haben wir es. Sure 482. Wenn dieses Buch nicht von Gott wäre, so würdet ihr wahrlich viel Widerspruch finden. Und der Felix hat uns gerade eben zitiert, dass Sabäer, Juden, Christen, die alle an Gott glauben, also und an den jüngsten Tag, sie keinerlei Trauer ihnen widerfahren soll, sondern sie werden von ihrem Gott getröstet werden. Das ist aber nur der eine Vers. Guck mal hier. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden. Und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Ja, was denn? Werden sie zu den Verlierern gehören oder werden sie zu den Gewinnern gehören? Ist das zu fassen? Ja oder nein? Felix, das ist das, wenn er sich dann dahinstellt und noch nie den Koran so gelesen hat und dann einfach drauf losredet, ne? Hätte ich das damals schon gesehen? Warum habe ich das damals nicht gesehen? Vor 4 Jahren hat er das gemacht. Ich komme ein bisschen zu spät, aber aktueller denn je. Ist auch gut, dass ich noch darauf reagiert habe. Und versteht den Vers, dass auch Andersgläubige, die sich anders nennen, aber an denselben genauso ins Paradies eintreten können, wie ihr selber. Es geht nicht um den Namen, es geht nicht darum, wie man sich nennt. Es geht nicht darum, wie man betet, es geht nicht darum, an welche Propheten, man glaubt, es geht nicht um welches Buch. Es geht nicht um diese materiellen Dinge auf dieser Welt. Wie war Kollege? Oder die Menschen, die alle nur die Botschaft Gottes verbreitet haben. Die Propheten, das, was sich darüber streitet. Wer ist denn der wahre Prophet? Das ist Ablenkung.
Das ist die Falle. Der Koran selbst fordert nicht auf, an Mensch XY zu glauben oder an Buch XY. Der Koran selbst fordert auf. Der Koran fordert doch auf, dass man dem Mohammed folgen soll, auf Schritt und Tritt. Er hat doch seinen Propheten hier mit der Rechtsleitung nach vorne getrieben, wie ich euch das gerade eben zitiert habe. Guckt ihr das mal bitte an. Über alle anderen Religionen zu siegen.